Wer werden die Vogtland-Sportler des Jahres? Die Sportlerwahl im Vogtland ist gestartet. Wie in den letzten Jahren wird die beste Sportlerin, der beste Sportler und die beste Mannschaft gekürt. Mehr dazu jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Ich freue mich auf Sie. Bis zum 22. März können die Sportfans der Region für ihre Favoriten abstimmen. Es sind 28 Vorschläge in drei Kategorien. Zur Auswahl stehen 8 Frauen, 10 Männer und 10 Mannschaften. Die Arbeitsgruppe der Sportgala hat sie für ihre Leistungen im zurückliegenden Jahr nominiert. Und das sind die Kandidaten bei den Frauen. Geherin Kylie Gareis. Läuferin Uta Klug. Keglerin Anna Müller. Nordische Kombiniererin Jenny Nowak. Tischtennisspielerin Marlene Scheibe. Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz. Halbmarathonläuferin Susan Weigert. Ultrawanderin Kristin Zier. Bei den Männern: Triathlet Philipp Dressel Putz. Gewichtheber Raphael Friedrich. Trailläufer Fabian Gering. Skilangläufer Max Göter. Turner Nick Klessing. Leichtathlet Yannick Schmalfuß. Ringer Maximilian Schwabe. Ringer Marco Stoll. Kartsportler Nils Tröger. Leichtathlet Thomas Ungetüm. Bei den Mannschaften: Die Cheerleader des Cheermania Auerbach. Die Kegler vom SKV Auerbach. Die Volleyballerinnen und Volleyballer des SV 04 Oberloser. Die Volleyballer des VSV Oelsnitz. Die Handballer des HC Einheit Plauen. Die Segelmannschaft um Felix Albert und Lukas Merz. Die Wasserballer des SVV Plauen. Die Fußballer des VfC Plauen. Die Fußballer des Reichenbacher FC. Das Endergebnis setzt sich aus der Online-Umfrage, dem Urteil einer Fachjury und dem Abstimmungsergebnis unter den Sportvereinen im Vogtland zusammen. Den Link zur Umfrage finden Sie in der Videobeschreibung. Die Sieger werden am 6. April auf der Sportgala Vogtland 2024 in der Musikhalle Markneukirchen geehrt. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.